Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind hier bei Maddie. Und sie ist hier gerade dabei, ein bisschen zu fooden. Und eigentlich hatte ich sie schon gezwungen, mit jemandem zu sprechen. Aber dieser jemand hat sich anscheinend in sein Haus verpieselt. Denn in dieses Haus habe ich zusätzlich zu den Goths habe ich noch einen Sim platziert. Denn ich hätte voll Bock mal auf ein Alien-Baby. Und ja, allerdings habe ich irgendwie bisher noch kein Alien in der Stadt platziert gehabt. Deswegen gucken wir einfach mal, ob dieser Typ, der vielleicht ein Alien ist, ob der uns auch Alien-Kinder geben möchte. Also entweder läuft der halt irgendwann hier vorbei oder wir schaffen es irgendwie, dass wir mal rüberkommen. Aber gerade haben wir halt noch viel zu tun mit den Kindern. Ich würde halt, wenn dann warten, bis sie halt Level 3 erreicht hat, damit sie ein Kind ist. Und ja, ich muss mal gucken, wann wir die Babys altern. Ich müsste mir das aufgeschrieben haben. Oh, und ich muss noch die Geburtsurkunden cheaten. Das habe ich auch noch nicht getan. Oh, sie muss zur Schule. Warum ist sie nicht in der Schule? Entschuldigung, Girl. Das funktioniert hier so nicht. Dann cheate ich mal eben die Geburtsurkunden. Authentische Geburtsurkunde. Da ist sie auch schon. Schön. Dann können wir davon nämlich 2 platzieren, weil wir ja keine bekommen haben. So, zack. Und die kommen einfach in Melodies Inventar. Wo ist sie? Warum kann ich das nicht da reinziehen? Zack, 65 Kinder. Ah, schön. Muss er noch nicht zur Schule? Nee. Ah, na dann. So, und Donnerstag altern. Das weiß ich nicht, ob wir das schon diese Woche hinkriegen. Also, es kommt natürlich darauf an, wie viel wir jetzt schaffen. Aber, ja. We will see. Ist er gerade diesen, was auch immer, also es sieht mir aus wie ein Muffin, mit einer Gabel? Also wenn, dann hätte ich ja, glaube ich, eher sogar einen Löffel verstanden, aber weil da ja Brotpudding steht, I don't know. Aber mit einer Gabel? Weiß ich nicht. Also ich kenne dieses Gericht nicht. Deswegen kann ich das nicht so beurteilen, aber Also Schwimmen bringt schon viel für die Motorikfähigkeit. Ist auf jeden Fall schön, weil dann hat er auf jeden Fall beim ersten Schultag dann schon sein Level 4 erreicht. Das heißt, um den müssen wir uns dann fast gar nicht mehr kümmern. Juhu! Oh, da ist er! Da ist er, da ist er, da ist er! Den ich meinte. Wir müssen schnell mit ihm reden. Komm ran, Junge. Komm. Ich habe übrigens ihn erstellt mit dem neuen Skin Tone Update und ich liebe es so sehr. Die Hautfarben sehen so wunderschön aus. Can he stop, please? Bitte Objekt zurücksetzen. Wo ist er? Da hinten? What? Warum? Und dann möchte ich mich bitte vorstellen. Moin! Ich glaube, ich weiß nicht, aber okay. Er freut sich doch. Ich dachte schon, er freut sich nicht. Das wäre komisch. To be honest. Oh mein Gott, wie hoch ist diese Leiste? Können wir ihn erstmal betören? Und dann können wir ihn direkt schon fragen, ob wir uns küssen wollen. So. Wie hat Level 3 erreicht? Queen. Ja, dann haben wir den Typen auf jeden Fall schon mal kennengelernt. Das ist doch schon mal gut, oder? Dann laden wir den einfach irgendwie später ein. Ich habe jetzt eh mehr Lust auf Create a Sim. Fluffy. Alles Gute zum Geburtstag, süße Maus. Und sie ist kreativ und ist motorisch. Blaue Haare? Aber cutie. Nehmen wir, oder? Also sie ist eine sehr, sehr süße Maus geworden, finde ich. Und ich würde jetzt einfach dann direkt mal dann diesen Typi einladen. Der ist anscheinend noch in der Umgebung, aber ich lade ihn zu mir nach Hause ein, direkt. Ach, jetzt steht das da als Verabredung. Oh mein Gott, das laggt, no. Um das zu fixen, müsst ihr übrigens einfach euer Spiel speichern, das mache ich immer so. Und dann danach funktioniert es wieder. Dementsprechend, ja, ist es mein Tipp an euch, falls euch das öfter mal passiert. So, ich hoffe, er erscheint jetzt auch gleich, weil sonst ist das ein bisschen doof. Doch, er rennt da hinten. Schön.
Verabrede und küssen. Ich bin dabei. Würde ich mal sagen. Da ist es. Und ich denke, es wird klappen. Yay! Wir können uns ja hier ein bisschen kümmern, dass wir das hier schaffen, ne? Whirlpool, Baby machen, Baby machen in der Dusche. Wir können auch mal im Whirlpool. Das Baby heult, aber es ist ja egal, ne? Die sind jetzt ja eh hier oben, ne? Da kann man das schon mal machen. Wow, wie das aussieht. Aber hey, dass er rot wurde, kann man wenigstens schön sehen. Das ist gut. Oh, sie und ihr Badeanzug ist so geil, ne? I love it. Bei deinem letzten Liebesabenteuer hat sich herausgestellt, dass Cross ein Alien ist. Ups. Dann machen wir natürlich direkt einen Schwangerschaftstest. Das ist sehr, sehr wichtig. Melody ist nicht schwanger. Oh, oh. No, 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 no. Dann machen wir das natürlich nochmal. Auf, auf. Dann versuchen wir es nochmal mit einem Schwangerschaftstest. Mal schauen, was jetzt passiert. Los, los. Wieso? Wieso? Sie muss schwanger werden. Wir versuchen es mal in der Dusche. Vielleicht funktioniert das besser. Zeit für den nächsten Test. Oh, Melody ist schwanger. Finally. Oh, sie hat jetzt das Gefühl, dass sie verknallt ist in Crossfry. Bekannter Alien. Oh je. Ich hoffe, wir kommen jetzt aber auch Alien-Kinder, weil sonst wäre das voll unnötig gewesen. Sie ist als erstes wach und ich denke, sie wird auch noch die Zeit finden, um ihre Hausaufgaben vielleicht schon zu machen. Meine Frisur macht mich gerade ein bisschen kirre, aber sonst... irgendwie... Also ich habe die mir ein bisschen schneiden lassen. Also so Spitzen schneiden und so. Und jetzt irgendwie passt das nicht mehr so, wie ich will. Aber ja, das ist halt so dieser Prozess vom lang werdenden Haaren. Muss ich jetzt einfach mit durchkommen, ne? Okay, sie hat ihre Hausaufgaben sogar noch abgeschlossen. Benötigt Binde bzw. Tampon. Das ist halt immer so, wo ich mir denke, so, Brudi, du bist schwanger, das funktioniert so nicht. Also, es wäre kritisch, wenn sie dann ihre Tage bekommen würde. Wir sparen jetzt übrigens Geld, denn ich möchte, wenn die süße Maus nach Mount Komorebi zieht, dass sie in eine Villa ziehen wird. Und, ja, halt auch mit krassen Geräten und so. Und ich muss dann später irgendwann mal das Grundstück planieren und so. Um dann zu wissen, wie viel Geld wir dann letztendlich haben. Ich meine, bis zur Folge 100 ist es noch ein bisschen, aber you know, das kommt alles schneller, als man denkt und so. Und ich werde auf jeden Fall dann mal gucken, wie viel Geld wir dann letztendlich haben. Und ich bin so gespannt, wie das dann wird, ne? Oh, ich freue mich so. So, Zweier Grundschüler. Wuhu! Oh, und die drei Mausis machen hier schön gemeinsam ihre Hausaufgaben. Das ist so cute. I love it. Das mit dem Strickprojekt fortsetzen geht immer noch nicht. Das ist so bescheuert einfach. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Oh, girl. What up in the club? In dem Kleid haben wir sie, glaube ich, noch nie gesehen, oder? Oh, aber sieht so süß aus. Oh, es schneit. Sweet. Aber es ist erst Tag 4 im Herbst. Ich würde sagen, ich beende dann auch mal hier den Part. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.